Herzlich willkommen, meine Lieben, zu Deep Space 7. Und ja, warum eigentlich? Das Spiel ist schon ein bisschen länger draußen im Early Access, in seinem sehr frühen Early Access, muss man sagen. Just heute kam nochmal ein riesen Patch nachgeschossen, mit um 1,13 GB Größe. Offenbar wurde nochmal ordentlich nachgefeilt. Weshalb ich mich bisher gescheut habe, das Spiel ist so lala, nicht wirklich gut. Ist jetzt so, wenn man es jetzt mit Killing Antidote vergleicht, setzt man auf den gleichen Unique Selling Point, so muss man sagen, eine junge, ansehnliche Dame, die man dann beliebig kostümieren kann, wobei man die Kostüme erst weiß spielen muss, eingebettet in ein Horror-Setting. Und während bei The Killing Antidote ja doch in erster Linie Resident Evil Pate stand, wenngleich die Gegnerfluten doch ungleich größer sind, haben wir hier im Grunde das Gegenstück zu, und jetzt habe ich es vergessen, wie peinlich ist es. Ich habe alle Teile gespielt. Wie heißt es? Mann! Fuck. Dead Space. Oh Mann, wie peinlich. Dead Space, genau. Hier hat offenbar Dead Space Pate gestanden. So, was außerdem schwierig ist, das Spiel hat eine Story, aber eine nicht sehr komplexe. Es passiert auch so nicht viel. Sie hat da jetzt nichts groß an Dialogen. Es ist halt ein Spiel und vielleicht deshalb auch nicht so entertaining. Dann will ich die Zeit nutzen, damit, während wir das spielen, mal so ein bisschen über solche Spiele zu quatschen. Also ich quatsche euch voll. Ihr könnt euch aber gerne mal dazu äußern zu dem Thema. Vorab möchte ich euch Folgendes zeigen. Hier läuft das mit den Kleidungen etwas anders als bei Killing Antidote. Wir gehen quasi in den Dressing Room. Confirm. Und dort bekommen wir die Kleider, die wir freigespielt haben. Wie macht man das? Im Spiel sammeln wir Münzen. Und wenn wir 39 Münzen haben, können wir uns hier ein neues Kostüm kaufen. Und aktuell habe ich nicht genug Münzen. Ich habe nur 11. Ja, ist mir ein bisschen peinlich. So, und hier haben wir unsere Garderobe. Gleich vorab das Kostüm, das ich da gerade anhabe, das werde ich auch behalten, weil das einen klaren Vorteil hat. Aktuell, so starten wir da normalerweise rein. No? Also so ein, ja, ich weiß nicht, wie soll man das nennen? Keine Ahnung, so ein Dress. So. Und hier haben wir das gleich nochmal ohne Metallteile und einer etwas anderen Farbgebung. Dann hatte ich jetzt schon das Bunny-Kostüm hier freigespielt. Und was haben wir hier? Ja, weiß auch nicht, wie man das nennen soll. Cyberpunk-mäßig, würde ich so ein bisschen sagen, ne? Und hier haben wir noch, warum auch immer, ich tippe auf Volleyball. Ja, genau. Und wir haben natürlich noch eine, heute ist Tag der verlorenen Wörter. Nennt man die? Eine Maid. Das ist schon. So, aber der große Vorteil dieses Kostüms ist, Dead Space-mäßig haben wir hier eine Farbkodierung und die gibt uns den Gesundheitszustand an. Den sehen wir sonst nur auf diesem kleinen Armband. Ist ein bisschen unpraktisch. Aber hier haben wir sie jetzt auch auf dem Rücken. Da werde ich den auch erstmal behalten. Wir können ja außerdem noch an ihr so ein bisschen rummodellieren, im Gesicht und in Proportionen und so weiter. Muss uns an dieser Stelle nicht groß interessieren. So läuft das also hier mit der Personalisierung unseres Avatars. Leider kann man hier aktuell noch nicht mehr machen. Man kann mit dem Ball spielen, aber auch nur auf primitivste Art und Weise. Also gehen wir hier erstmal wieder raus. Genau. Da muss ich mich auch erst gewöhnen, eine komische Menüführung. Zu meiner Überraschung wird dann im Spiel also tatsächlich weitergearbeitet. Darum bin ich guter Dinge, dass dann auch was Nettes draus wird. Aktuell ist aber noch nichts Nettes draus geworden. So, und wir haben hier viele Schwierigkeitsgrade. Ich hatte auch schon mal auf Normal gespielt und das ist eine Katastrophe, weil das Gun-Game eine Katastrophe ist. Also um es euch jetzt vorzuführen, mache ich wirklich easy. Seht's mir nach. Ist hier nicht der Standard, aber in dem Fall, das Spiel ist noch so ungar. Wir werden nicht viel sehen. Ich würde viel sterben, wenn es anders wäre. Ja, was... Ah, erstmal Intro. Okay, Forschungsstation Deep Space 7. 313. Tag der Experimentmission. Okay, und der Missionsinhalt ist ein Programm der Adaptation von Menschen im Weltraum. Und sie sind in der Nähe des Mars lokalisiert. Anzahl der Besetzung unbekannt. Und eine Katze, ganz wichtig.
Und das sind wir. Dumdi-dumdi-da. Diese Kisten kann man zertreten, aber diese Fähigkeit muss ich erst lernen. So, hier haben wir Notizen. Die habe ich mir bisher nie so genau durchgelesen, muss ich sagen. Okay, ich habe eine Information von der Raumstation bekommen, vom Control Center, dass die heutige Flugmission abgesagt wurde. Warten Sie in der Lounge bis auf Weiteres. Dann machen wir das doch. Hier gab es also ein Problem. Okay, hier sind einige persönlichen Gegenstände gelagert. Welche ist nicht bekannt. Wahrscheinlich hier drin, ne? Mit den entsprechenden Zahlen. Da konnte ich bisweilen aber noch nichts dran tun. Wie man vielleicht auch schon merkt, ich bin aktuell nicht bewaffnet. So, worüber wollte ich eigentlich quatschen? Folgendes. Ich hatte jetzt ja hier Kling Antidote. Ich habe ja auch diese Echo-Reihe. Das letzte Spiel habe ich wieder übersprungen, weil das war kacke. Es war jetzt so zum Daddeln ganz nett, aber nichts, was man vorstellen müsste. Ich hoffe da auf das nächste. Ja, und generell ist es ja so, während wir so in der westlichen Hemisphäre der Welt immer mehr erleben, wie Charaktere so designt werden, dass man möglichst niemanden auf die Füße tritt, kennen die aus China, Korea, Vietnam, Thailand, da wird jetzt inzwischen überall programmiert, China, Japan, überhaupt keine Charme und designt eben Spielefiguren so wie diese hier. Und ich weiß da auch nicht so genau, wie ich mich da positionieren soll, muss ich sagen. Ich finde es tatsächlich nicht schlimm. Ich bin aber auch nicht so die Zielgruppe, muss man sagen. Ich speichere jetzt erstmal. Mir ist es tatsächlich dann auch eher unangenehm, wenn die Charaktere so gar nichts mehr anhaben. Aber wie gesagt, ich bin eine andere Generation. In mir weckt das eher so den Effekt, Kind, zieh dir was an, du kriegst einen Schnupfen. Vor allem aber finde ich ja, wenn man so das Charakterdesign vergleicht, im Gegensatz zu ganz früher oder auch meine persönlichen Erfahrungen mit Spielzeug als Junge, ich hatte mit den Masters of Universe gespielt, die hatten ja alle Bizeps größer als deren Kopf und ich finde das auch im Nachhinein nicht problematisch, mit solchen utopischen Idealen konfrontiert worden zu sein, aber es ist auch möglicherweise was anderes bei Frauen, bei einem weiblichen Körper. Kann ich als Mann halt schlecht beurteilen, kann ich wenig zu sagen, ob das schlimm ist oder nicht. Weiß es nicht. Andererseits kenne ich dann ja auch im deutschsprachigen Raum so Cosplayerinnen, die da irgendwie auch kein Problem mit zu haben scheinen. Das hier ist jetzt hier so ein bisschen seltsam. Wir kriegen ein Item. Und zwar, wenn wir die Toilette benutzen, aber wohlgemerkt angezogen. Das ist eine völlig sinnfreie Aktion. Hat aber zur Folge, dass wir was bekommen. Munition. Was aktuell auch ein bisschen sinnfrei ist, denn ich habe ja gar keine Waffe. Ja, jedenfalls, wenn man dann so die Spiele gegeneinander hält, was macht der asiatische Markt aus dem Medium und was macht der europäische zurzeit daraus? Wer ist da jetzt auf dem falschen Weg? Ich weiß es nicht. Vor allem stelle ich ja fest, Charaktere wie diese, wir sind hier ja gerade durchgehend mit sehr kämpferischen, starken, selbstbewussten Frauen konfrontiert. Ich meine, bei Killing Antidote, wie viele hundert Zombies hat man da umgebracht, bis man einmal durch ist? Und wie viele Soldaten? Ist die Frage, wer wird da gerade erniedrigt? Keine Ahnung. Aber mich würden da mal andere Wahrnehmungen interessieren. So, jetzt habe ich mich so verquatscht, dass ich so ein bisschen vom Kurs abgekommen bin. Hier war das Klo, da müssen wir nicht rein. Da können wir noch nicht rein. Dann gehen wir doch mal hier lang. Ah, hier geht's weiter. Das Spiel hatte, als ich es das erste Mal runtergeladen hatte, gab es zwei große... Böser Gegner. Zwei große Probleme. Das eine war das Inventar. Wenn wir Munition gesammelt hatten, wurde die hier einzeln abgelegt. Und man musste sie über Kombination zu einem Magazin zusammenfassen. Das war so dumm wie unpraktisch. Das andere Problem war, alle Gegner, die man erschossen hat, sind irgendwann wieder aufgestanden. Das war der helle Wahnsinn. Es war ein wirklicher Overkill an Gegnern. Das beides wurde inzwischen geändert. Aber das Gun-Game ist immer noch super schlecht. Vielleicht ändert sich ja was mit diesem Patch. Dann können wir, wenn wir das Spiel weiter verfolgen wollen, auch gerne auf einen höheren Schwierigkeitsgrad wechseln.
Genau, hier ist der Hinweis. Mein Armband zeigt meinen Gesundheitsstatus. Gleich das nächste Problem. So sehe ich's. So nicht. Aber wer guckt so, wenn er mitten im Gefecht ist, auf das Armband? Und da bin ich für diese, für dieses Outfit sehr dankbar, dass es mir auch einfach am Rücken zeigt. So, was haben wir denn hier? Gestern wurden einige Kisten von der Marsbasis verschifft. Und ich habe einen unangenehmen Geruch bemerkt. Ich glaube, irgendwas ist kaputt gegangen. Du bist jedenfalls kaputt gegangen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass du gerade schlecht riechst. Naja, schauen wir uns mal weiter um. Oh, wir haben sogar eine Map. Die furchtbar aussagekräftig ist. Aber es ist eine Map. Keine Frage, wir haben eine Map. Muss ich zugeben. So. Drei Magazine, die jetzt freundlicherweise gestapelt sind. Das ist übrigens ein Medikit. Was haben wir denn hier? Ich kann meine Türkarte nicht finden. Was soll ich tun? Ich glaube, jemand hat sie entfernt, entwendet. Auch hierzu, Level 1. Schön, mit 18 Schuss unterwegs und ohne Waffe. Und Pallon. Nee, von hier bin ich nicht gekommen, ne? Es ist nur zufällig so, dass die Tür aufwackelt. Hier das Charakterdesign. Das Gesicht ist noch furchtbar synthetisch. Es ist echt wie so eine, ja, Actionfigur. Noch nicht wie ein Mensch. Noch mehr Ammo. Und endlich auch eine Waffe dafür. Klick, klack. Was haben wir hier? Die Tür ist bereits blockiert. Wenn ich einfallen will, sollte ich den Gastank zerschießen. Dann machen wir das doch. Der wird uns ja wirklich überdeutlich auch angedeutet. Das ist ganz nett, dass wir die Munitionsanzeige auf dem Rücken der Waffe haben. So, die erste Konfrontation. Was machst du da? So, und ganz wichtig, Köpfe kaputt, sonst stehen die wieder auf. Und wir haben eine Level 1 Karte, das ist doch schön. Und die haben vielleicht noch mehr. Siehst du, hat auch keinen Kopf mehr. Jetzt habt ihr endlich was gemeinsam, ihr beiden. Könnt ihr drüber reden, habt ihr ein Thema. Ich sterbe. Ich habe diverse Veränderungen vorgenommen, sogar die Beine abschneiden. Achso, Veränderung vorgenommen ist da ein bisschen unpassend. Sorry, habe ich schlecht übersetzt. Es bremst sie lediglich. Am Ende muss man ihren Kopf zerstören. Genau, haben wir soeben rausgefunden. Was ich tatsächlich schon wieder vergessen hatte, den Schuss in die Beine bremst die tatsächlich aus. So, aber wir haben unsere Level 1 Karte. Oh, und hier habe ich noch einen Schrank übersehen. Sehr schön. Hier kommen wir nicht ran. Überdeutlich. So, wo waren die... Können wir jetzt eigentlich auch endlich mal... Ja. Ab jetzt können wir es. Ist auch so ein... fragwürdige Designentscheidung. Da komme ich bisher auch nur so ran. Später bekomme ich noch eine Nahkampfwaffe. Dann kann ich die auch zerschlagen. Auch hier wäre eine einfache Nahkampfattacke sinnvoll gewesen, möchte ich behaupten. Wir haben auch nochmal eine Kiste. War aber nichts drin. Ist leer. Na gut. Ah, hier ist Level 1. Tada! Genau, so bremst man die aus und tötet sie. Ich merke aber auch gerade, das Gun-Game ist wirklich geschmeidiger geworden. Das war alles mal ein bisschen schlimmer. Ich glaube, die haben da echt nachgearbeitet.
Na gut, nächste Session Normal Mode. Mal jetzt erstmal hier so weiter, damit wir nicht wieder von vorne starten müssen. Okay, einige Handwaffen sollten wirklich nur im Notfall benutzt werden. Weil es Probleme mit der Einrichtung der Raumstation gibt. Ihre Reichweite liegt bei 20 Metern, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten. Hinzu haben die Handwaffen keine durchschlagende Wirkung, um unnötige Schäden an den Strukturen der Umgebung zu vermeiden. Das hat Priorität, dass die Raumstation intakt bleibt. Ja, über den Mars kreisend wollen wir sicherlich keine Unfälle mit der Außenwand haben. Das fühle ich. Gut, dann speichern wir jetzt erstmal. Ja, also ich bin gerade positiv überrascht, dass hier wirklich gescheit nachgearbeitet wurde. Also ich dachte wirklich, das ist ein Spiel, das kommt zum Early Access raus. Ich greife ein paar Moneten ab und lassen die wieder von sich hören. Aber hier passiert wirklich was. Die Animationen sind natürlich ziemlich peinlich. Aber halb so wild. Hier, das sind diese Münzen, die ich brauche. Wir sind bei 12. Vielleicht schaffen wir es ja, in dieser einen Spielereinheit nochmal ein neues Kostüm freizuschalten. Okay. Die Raumstation ist ein Hochrisikobereich mit jeder Menge Strahlung. Das Armband, das du trägst an deiner rechten Hand, kann deinen Gesundheitsstatus in Echtzeit abbilden. Wenn es rot wird, stell sicher, dass du einen Arzt kontaktierst oder Medikamente nimmst. Hier, das sind Slots, mit denen wir erweitern können. Das Inventar. Sehr praktisch. Okay. Okay, die Waschmaschine, Vending Machine, oder? Funktioniert zurzeit nicht, ist außer Betrieb. Okay, informieren Sie sich gegenseitig, bitte. Hier können wir übrigens auch mit den Münzen Items kaufen. Die Spielwelt hält aber genug vor. Dafür muss man sie jetzt nicht verbrauchen. So, hier haben wir jetzt was zu tun. Wir brauchen drei, ich nehme an, Sicherungen oder Batterien oder irgendwie sowas. Na du, Ruby. Oh ja, das läuft jetzt richtig gut. Schön. An Encryption Key. Das ist, glaube ich, für bestimmte Boxen, Itemboxen, die verschlossen sind. Ich darf die Monster nicht runterkommen lassen. Ich habe das Sicherheitsmodul des Fahrstuhls vom Netz genommen. Und nun ist es sicher. Ich bin wirklich ein Genie. Ja, ganz toll. Sie sind irgendwie trotzdem runtergekommen. Und jetzt kommt man nicht mehr hoch. Es hat sich ja richtig gelohnt. Naja. Ausnahmesituation muss man verstehen. Ah, das macht mich immer noch nervös. Das ist echt so ein bisschen gemein, weil diese Türen immer noch so ein Knurren im Sound haben, so als würde gerade ein Gegner in der Nähe sein und dann anknurren. So. Upsi-Daisy. Das ist hier im Übrigen echter Irrgarten. Wenn ich hier nicht schon mal durchgerannt wäre, hätte ich ein echtes Problem. Achso, man kann jetzt auch so den Kopf kaputt machen. Auch inspiriert von Dead Space. Wollen wir nicht mal Dead Space spielen? Das Remake? Nur so eine Frage. So, jetzt können wir hier ein bisschen was craften. Das? Nee. Das? Composite? Das? Und schon ist es ein etwas stärkeres Medikit. Es gibt drei Stufen, das ist die zweite. Gehen wir mal weiter. So,
Der Ingenieursbereich hat die neueste 3D-Drucktechnologie, die schnell Munitionmodule mit... ich kann es jetzt nicht wortwörtlich übersetzen, ich weiß aber durch den Spielverlauf, worum es geht. Es geht darum, wir können diese Module und das Propellant finden. Ich kann es leider gar nicht übersetzen. Es ergibt in der Summe jedenfalls weitere Munition. Also ähnlich wie das Gunpowder bei Resident Evil. Oder auch bei, wie war das jetzt? Was hatten wir gestern? Goddess? Irgendwas? Genau, also wo man seine Munition selber craften kann. Das war die Andeutung. Wo will der Dude hin? Warum läuft er weg? Wir sind eine junge, hübsche Frau. Wir sind kampferprobt. Ja, er hat sich für die falsche Seite entschieden, würde ich sagen. Dumm gelaufen. Ja, Rabbit haben wir schon. Kopf kaputt. Ah, wir haben schon 14 Coins. Mal sehen, wie weit es geht. Vielleicht sollten wir das zur Level 2 Karte. Zum Ziel der heutigen Spielsession machen. Neues Kostüm freischalten. So, jetzt haben wir hier so ein kleines Puzzle-Game. Wie ging das nochmal? Ach, mit E, genau. Nee, so wird das nichts. Oder? Nee, so kann das gar nichts mehr werden. Machen wir es anders. So kann das auch nichts werden. Moment, aber es muss ja irgendwie lösbar sein. Ich gehe mal andersrum, bevor ich mir den Kopf zerbreche. Nee, das ist gerade nicht lösbar. Was ist denn das? Bin gerade ein bisschen angepisst, oder? Es geht nicht. Hier habe ich nur genau diese eine Stellung. Was anderes geht ja nicht. Wenn ich den jetzt so setze, geht er ins Leere. Also muss ich ihn so setzen. Hier bleibt mir nichts anderes übrig. Hier auch nicht, weil da ist nichts weiter. Ah, Moment. Ah. Ich dödel, es geht doch. Na bitte. 5 Coins. Na, sehr schön. Oh, fuck. Die explodieren. Die muss man auf Abstand halten. So, der kam von hier, ne? Hallo, Leute. Gut, die können durch Türen. Ja, du hattest aber einen Kumpel. Wo ist der da? Ist auch so ein Problem, man kann nicht durch Leichen schießen. Inventory ist voll. Was sagt... Achso, jetzt ist es aber voll, ne? Ich habe aber alles. Okay. Dann können wir mal... Ich bin ja sowieso auf Gelb. Dann kann ich doch schon mal eins verbrauchen. Haben wir wieder Platz. Das sind übrigens die Module. Jetzt brauche ich noch diese Propellant. Und dann kann ich daraus neue Munition craften. Und hier funktioniert das so... Das Modul entscheidet die Art der Munition. Also es gibt nicht unterschiedliche Kombinationen von Pulvern, sondern im Grunde die Blaupause und dann kommt da das Propellant drauf. Und dann ist es die entsprechende Munition. Schocker, das ist glaube ich eine elektrifizierende Granate. So, das kann ich jetzt nicht aufheben, aber halb so wild. Das können wir erstmal ablegen. Dann nehmen wir es auf, craften und nehmen es wieder mit. So. Ja. Ding dong. Können wir alles gebrauchen. Und in der ersten Alpha-Version, die ich gespielt habe, sind diese Gegner hier drin. Egal wie oft ich die zerschossen habe oder auf die Köpfe gezielt, die sind immer wieder aufgestanden. Die haben mich durchs gesamte Spiel verfolgt. Das war furchtbar. Okay. Hi.
Also es waren so grobe Fehler, dass ich irgendwie auch dachte, das Spiel, das wird nichts mehr. Aber es wird gepflegt. Okay, jetzt haben wir wieder ein Platzproblem. Worauf wollen wir verzichten? Auf die Waffe! Nee, ich leg das mal hier wieder ab. Denn die Sicherung brauchen wir ja nun mal. Und Munition aber auch. Gut, dann geht's wieder zurück. Oh, der sieht so aus, als könnte er nochmal aufstehen. Ja. So, sind wir bei 23 Coins. Okay, jetzt läuft's. Weil ich ja einmal einen ganzen Stapel bekommen habe. Oh, da ist ja auch noch eine Kiste. Okay, das hätte ich gerne. Ich will dich auch nur ablegen. Warum geht das nicht? Dann legen wir dich halt mal ab. Wo liegt denn der Schlüssel jetzt? Hm. Nicht, dass der mir verloren gegangen ist. Okay, erstmal kombinieren. Ach! Seht ihr, das musste man anfangs mit jedem machen, aber jetzt muss man das offenbar auch mit der nachproduzierten noch machen. Ich hätte mir das alles schenken können mit ablegen. Ah, da ist aber der Schlüssel. Dann ist gut, okay. Gut, dann wollen wir mal. Die Sicherung bringen wir auch gleich mal weg, dann blockiert die nicht mehr unser Inventar. Ah, hier ist eine Nahkampfwaffe, wunderbar. Was haben wir hier? Diese Monster scheinen keinen Schmerz zu fühlen. Nach der Mutation werden sie extrem stark. Man sollte nicht versuchen, mit ihnen zu kämpfen. Ach doch, sollte man. Oh. Aber nicht im Nahkampf, das kann man haken. Bei Killing Antidote hat das ja echt Sinn ergeben. Da konnte man sich so ein bisschen einfrickeln. Und da lief das ganz gut. Hier eher nicht so. Aber es ist gut für die Kisten, wenn die nicht zu zertreten sind, weil sie zu hoch liegen. Sparen wir ein bisschen Munition. Gut, bringen wir die erste Sicherung weg. Tralala. So, atmosphärisch ist es sehr bedrückend, ne? Das ist eigentlich ganz gut gelungen. So. Nummer uno. Weiter geht's. Habe ich das alles übersehen? Wow. Gut, machen wir hier weiter. Ach, es gab ja auch noch eine Level 2 Tür, ne? Dazu müsste ich nochmal zurück. Gut, hierfür fehlt mir aktuell der Code. Jetzt hätte ich gerne die Granate. Gehen wir aber erstmal hier lang. Oh, Bobby, nicht. Oh, der war ja ziemlich zerstört. Ist mit Energie? Ist noch gut, okay. Jetzt haben wir einen Schocker. Gut. Dann wollen wir den mal aufmischen, oder? Wie kriege ich den Schocker? Wie werfe ich mit G, glaube ich, ne? Ja. Nee. Ah, doch. Oh, ich habe es ja eigentlich nur auf mich aufmerksam gemacht. Ah je, falsche Richtung. Das war's wert. Warte, ich muss aber nochmal nachbearbeiten. So. Okay. Okay.
Okay. Da liegt die zweite Sicherung. Okay, also wir hätten es ohnehin tun müssen. Was ist mit dir? Hm. Oh, es ist doch nicht. Kann ich zumindest nicht aufheben. Hm. Na gut. Hier brauchen wir jetzt den Code. Den habe ich nicht. War denn hier noch irgendwas? Nee. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal zur Level 2 Tür, würde ich sagen. Da müssen wir, glaube ich, fast bis ganz an den Anfang zurück. Und Hand aufs Herz, wer wüsste den Weg noch? Streng genommen ist es ja nicht mal so verschachtelt, aber es sieht alles so gleich aus. Das erschwert die Orientierung sehr, finde ich. Wenn da noch der letzte Feinschliff käme und ein bisschen mehr Story rein, ein bisschen mehr Cutscenes, dann könnte das Spiel, glaube ich, ziemlich gut werden. Aber aktuell ist es noch ziemlich clunky. Du bist neu. Du bist nicht der Einzige, wie es klingt. Ja, da war noch einer. Gut. Ah, das ist, glaube ich, ein neues Modul, ne? Genau. Sehr gut. Alles klar. Gut. Level 2 war hier irgendwo, ne? Hallöchen. Sehr gut. So, ich muss gerade mal ein Stückchen trinken. Spanische Orange von Teekanne. Ich glaube, mit Tee hat das noch entfernt zu tun, was da in den Beuteln ist. Aber es ist ganz lecker. Dies war ein Product Placement. Nee. Unbezahlte Werbung. Ja, es ist inzwischen echt zu leicht geworden, so. Er hätte dabei sein müssen, wie furchtbar das früher war. Dass es noch Kacke war. Okay, die Nummer der kranken Betroffenen steigt. Die Raumstation sieht einem Engpass an Personal entgegen, was in verlängerten Schichten resultiert. Wir bitten Sie um Verständnis für die Umstände. Gut, ich verstehe es nicht. Oh, wir brauchen noch einen Code. Ist das nicht geil? Ja, dann würde ich sagen, unterbrechen wir ihn jetzt mal, ne? Hi. Tja. Training beendet. Jo. Hm. Hübsch habt das hier. Hallo? So, jetzt drehen wir mal eine Ehrenrunde. Ich wollte eigentlich mehr haben für diese... für dieses. Die Rechnung ist irgendwie nicht aufgegangen. Ich habe genau genommen gar keinen erwischt. Geil. Läuft. Genau, die weiblichen Individuen können spucken. Warum die hier oben Netzstrumpfhosen tragen, ist indes ein offenes Rätsel.
Oder ist doch so, ne? Ja. Na gut. Vielleicht fühlt es sich auch einfach gut an als Kleidungsstück. Das kann ich nicht beurteilen. Ah, noch einer. Okay, Medkit. Gerne. Oh, Power Distribution Room. Das ist der dort oben. It's too dangerous. I have locked it. Achso. Ich hab's abgeschlossen. Das Passwort ist 676676. Es ist nicht erforderlich, das zu öffnen. Ich sehe das anders. Also 676676. Habe ich das irgendwo auch notiert? 676676. Kann man gut merken, sich. Was war das wieder von Deutsch? Egal. 676676, ne? Merken bitte. Ich könnte es nachher gebrauchen. Da. Oder so einer. Der ist fast ein bisschen niedlich, ne? Jeder so vor sich hin knurrt. Was habe ich jetzt gemacht? Keine Ahnung. Aber ich habe das geöffnet. Ich glaube, es gibt ein Wort für die Leute, die zwanghaft ständig nachladen, ne? Kenne ich nicht mehr. Bin so ein bisschen raus aus dem Thema. So kompetitives Online-Gaming in Shootern mache ich schon ewig nicht mehr. Habe ich auch nicht viel gemacht, aber so ein bisschen Online-Quatsch. LAN-Party-mäßig, so in der WG hatten wir mal Counter-Strike gespielt und ich habe später total gern SWAT 4 gespielt. Dir weit voraus. Wir haben schon längst verstanden, dass das A Arbeiten der Station sind. Oh, fuck. Ah, ich dachte, ich habe einen Dodge-Move. Da mache ich sowas. Nicht wundern. Das ist irgendwie ein falscher Reflex. Oh Gott. Okay. Jetzt geht's hier aber rund. Wo stehen wir jetzt? Oh, wir können uns ein neues Kostüm leisten. Dann würde ich sagen, speichere ich mal. Dann kaufen wir uns ein zu spielen in was immer wir da bekommen. Weiter. Mal sehen, was das wird. Das ist übrigens randomisiert. Das kann ich selber aussuchen. Dann speichern wir jetzt mal. Der Ding. Hier merken der obere. Exit. Exit. Dressing Room. Obwohl, dann verliere ich meine Energieanzeige. Egal. Jetzt habe ich es versprochen. Ah ne, Moment. Erstmal kaufen. So. Katsching. Was wird das sein? Ich bin so aufgeregt. Weiße Schwimmkleider. Oh Gott. Ich war ein bisschen was Übles. Mal sehen. Das ist jetzt, glaube ich, knapper als... Ich habe es versprochen, ne? Mist, okay. Ach, so ein Pech ist gegen dich. Ja, man muss es bestätigen. Oh nein. Wie bestätige ich das? So. Na gut. Okay. Wir gehen wieder ins Spiel. Da müssen wir rein. Das ist dann der Moment, wo ich lieber ohne Facecam spielen würde. Soll ich meinen Kopf ständig daneben? Okay. Wir bringen jetzt die nächste Batterie weg. Warum sage ich sowas? Hier können wir übrigens den Encryption Key benutzen.
Ah, das ist ein Erweiterungskit für die Waffe. Katsching! Was hat das jetzt geändert? Ah, höheres Magazin. 10 Schuss statt 8. Wie kommen wir jetzt zum Fahrstuhl? Kommen wir jetzt hier durch? Nee. Warum hat die links eine Bandage? Naja, egal. Oh. Kriecherwurm. Ah, ein weiterer Inventory-Slot, das ist gut. Na, richtig Platz. Bomb. Achso, das ist wahrscheinlich so vorgesehen, dass man da an die Map erinnert wird. Ich glaube nicht, dass da was Neues steht. Gut, und wir brauchen noch... Achso, wir haben ja den Code. Da wird die dritte Batterie sein, nehme ich an. Okay. Das war jetzt eine Etage höher, ne? Also die Treppe da hoch. Ich meine, da sind durchaus Ideen drin, die ein bisschen untergehen. Ihr erinnert euch vielleicht an den Raum, wo ich die Granate reingeworfen hatte. Da dachte ich ja kurz, da ist eine Batterie. Und da war ja auch eine, aber eine rotleuchtende. Also sie war leer. Das hat man nur im Eifer des im Eifer des Gefechts nicht gesehen. So hat man sich hier völlig unnötig in Gefahr begeben. Ist eigentlich so designtechnisch gar nicht schlecht. Hä? Achso, ich muss das mit E auslösen. 6, 7. Sag mal, willst du mich veräppeln? 6, 7. 6, 6. 7, 6. Ja, bitte. Hallöchen, Ibims. Die Space Braut. Ah, jetzt haben wir ja den. Haha. Oh, das war wieder ein Erweiterungskit, ne? Ja. Katsching. Komm her, du. Okay, das war ein schneller Schlag, zugegeben. Und wir haben 12 Schuss auf der Platte. Sehr gut. Und ein Gegner. Okay, vielleicht schaffen wir sogar noch ein weiteres Kostüm. Sind wir jetzt schon, naja, ist noch ein bisschen hin, aber mal schauen. Oh my god, it's a lot of bad news. Ja, erzähl. The control room is a mess now. Most of the escape pods are ejected and some are damaged. But don't worry, there is good news. Erzähl. There is a transport ship on the apron deck. I will go to the apron deck now. Okay. Naja, okay. So ein bisschen nach Arena aus, oder? Ah, können wir nochmal mixen? Gut, ah, jetzt müssen wir wieder combinen, um Platz zu schaffen. Hätte ich fast wieder nicht gesehen. Da, dritte. Problem. Okay. Okay. Oh Mann. Das ist mir ein bisschen viel auf einmal. Okay, einer weniger. Könnt ihr überhaupt fallen?
Sack. Gott, habe ich auch genug Schuss für die Erde? Was ab. Ich glaube nicht, dass die fallen. So, nicht, dass der nochmal aufsteht. Okay, einen hätten wir schon mal. Das hätten wir geschafft. Junge. Okay. Dann farmen wir jetzt erstmal, was übrig ist. Oh, daneben. Na gut. Jetzt können wir unseren Bestand wieder gut auffüllen, wie es aussieht. Glaub, wir haben alles. Ist das? Ah, wieder sitzen. Na gut. Oh, ja, sehr schön. Das Sitzen hat sich gelohnt. Wir haben ein Ei gelegt. Wunderbar. Dann setzen wir mal die Sicherung ein, würde ich sagen. Oh, hier ist auch noch ein Schrank. Ein Enhancer. Achso, das ist, glaube ich, wieder für die... hierfür. Genau. Oh ja, stimmt, das habe ich auch länger nicht, ne? Wie gut, dass es gut gegangen ist. Jawohl. Elevator Control System online. Tja, geschafft. Mietz ist mitgekommen, das ist schön. Power Supply Deck. Oh, was sehe ich da? Eine stramme Schrotflinte, wenn ich das richtig sehe. Okay, es scheint hier so meine Base zu sein. Okay, das Deep Space Labor 7 ist, okay, in einem einzigartigen Umgebung... in einem Orbit um den Mars angesiedelt. Beinhaltet die fortgeschrittenste Technologie und interdisziplinäre Forschung inklusive Biologie und Medizin. Dieses Raumlabor lädt dich ein, auf die außergewöhnliche Reise ein, das Universum zu erkunden. Die Einladung nehme ich doch gerne an.
Nee, aktuell sehe ich das nicht. Hier kann ich schon mal Schrotmunition craften. Das ist schön. Oh, Broken Shotgun. Da brauche ich wohl erstmal ein Reparaturset für oder sowas. Und wieder Propellant. Gut. Gut, für ein neues Kostüm reicht es noch nicht. Ja, aber dann haben wir den ersten Abschnitt ja schon geschafft. Kann ich hier, kann ich speichern. Dann speichere ich jetzt hier mal. Ja, dann soll das reichen für diese Folge. Dann gebt mir mal Feedback. Wollen wir uns das weiter angucken? Also inzwischen spielt es sich ziemlich smooth, muss ich sagen. Ich bin zufrieden. Wie ist neuer Eindruck? Ich mache jetzt hier erstmal Schluss. Bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Wünsche alles Gute. Bis zum nächsten Mal.